Okay, dann nochmal herzlich willkommen, auch für alle, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind. Wir hatten schon zwei ganz spannende Vorträge, wo es um Kommunikationsansätze ging, unterschiedliche Ansätze, Footprint, Handprint, offene Bildungsmaterialien. Und in unserem Vortrag jetzt soll es darum gehen, wie man diese gut miteinander vernetzen kann. Es gibt schon eine Reihe von IT-Lösungen, aber wie können die jetzt noch besser zusammenarbeiten? Und dafür haben wir zwei Referenten. Markus Kolotzek, IT-Projektleiter und Vernetzer, und Jasmin Dorfstetter, freiberufliche Klimaschutzberaterin. Und wir haben jetzt rund 10 Minuten für einen ganz spannenden Vortrag. Herzlich willkommen und Bühne frei für euch. Dankeschön. Nachdem jetzt schon ein bisschen Bewegung in den Raum kam und auch so diese Frage, wie kommen wir denn von dem jetzt eigentlich theoretisch wissen wir es denn ins Tun? Erfahrungsgemäß ist das Beste, man tut es einfach mal. Und Fair Move ist ein so ein Begriff, der auch dafür steht, dass man sich mal bewegt. Deswegen würde ich jetzt alle, die jetzt schon seit einer Stunde hier sitzen, mal bitten, dass ihr euch mal aufsteht. Bisschen ausschüttelt vielleicht. Genau, soll ein bisschen Spaß machen. Und dann überlegt euch jeder mal einen fairen Move. Also das war so ursprünglich das, wie ich zu dieser Bewegung gekommen bin, zu dem Fair Move IT im Pfingsten. Und der kann ausschauen, wie auch immer. Das kann irgendwie ein starker oder ein langweiliger, ein schwacher Move sein. Und ich werde dann von 3 runterzählen und dann möchte ich einfach, dass jeder von euch mal einen fairen Move macht. Okay? Also 3, 2, 1 und Fair Move. Super, sehr gut. Und dann haben der Markus und ich eine Geschichte heute für euch. Genau. Eine kurze Geschichte. Wir dachten uns, wir arbeiten mit mehreren Medien sozusagen. Genau, wir arbeiten mit den Geschichten, weil die funktionieren am besten. Und haben einen kleinen Sketch eigentlich. Hallo Markus. Hallo Jasmin. Habe ich das schon erzählt? Von meinem neuen Projekt, das ist das Compu Global Hyper Meganet und das ist total spannend. Oh, das klingt sehr spannend. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Also, wir bauen da eine neue Online-Plattform für all die Menschen, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, damit die sich besser vernetzen können. Das klingt ja total spannend. Und wie funktioniert das? Na also, man meldet sich da an und dann kann man verschiedene nachhaltige Projekte in seiner Stadt sehen und dann mit denen in Kontakt treten. Das ist ja praktisch. Und die Nutzerinnen, die kennt ihr alle schon? Wir machen da jetzt bald eine große Crowdfunding-Kampagne und dadurch gewinnen wir dann viele Nutzerinnen, die das dann nutzen. Ah, okay. Und was macht ihr dann mit dem Geld aus dieser Crowdfunding-Kampagne? Also von diesen 100.000 Euro bezahlen wir dann die Programmierung und das Design von der Plattform und es soll ja auch datenschutzmäßig gut sein und leicht zu bedienen. Okay, ja, das klingt nach einem sehr ambitionierten Projekt. Und wie viele Menschen sind jetzt dahinter, die da dran arbeiten? Wir sind jetzt zu dritt. Und eine kann ganz gut programmieren und einer macht die Grafik und bislang machen wir das alles ehrenamtlich. Oh ja, da steckt ihr sicherlich viel Zeit und Energie rein. Du klingst ja auch total begeistert von dem Projekt. Darf ich dir vielleicht ein paar Initiativen vorstellen, die in diese Richtung auch schon ein bisschen aktiv sind, mit denen ihr kooperieren könntet? Oh ja, das wäre super. Also es gibt da so ein paar Beispiele, zum Beispiel WeChange, das ist so eine Online-Kollaborationsplattform für sozial-ökologische Changemakers. Da sind schon so an die knapp 30.000 Menschen angemeldet. Also da könnte ich mir vorstellen, dass ihr eine sehr ähnliche Zielgruppe habt erstmal. Die sind auch organisatorisch gut aufgestellt, auch Open Source. Oder es gibt zum Beispiel GroupRise, das ist auch eine Vernetzungsplattform, die so auf einzelne Städte zielt, zum Beispiel Rostock. Ah, das klingt ja echt spannend. Kann man sich dann da auch so wie mit Facebook anmelden, so damit wir es nicht so kompliziert machen für unsere Nutzer? Sollen sie ja auch einfach halten? Ja, also das geht bislang nicht, aber das ist auch so ein bisschen die Frage mit der Datenschutzsache, die hast du ja auch eben erwähnt. Facebook anmelden, schwierig. Aber es gibt eine andere Lösung, die in die Richtung geht von Faircom. Das nennt sich Fair Login. Das ermöglicht quasi so eine Art einmalige Anmeldung für mehrere Online-Dienste, die du haben möchtest. Das ist ja dann, und das ist dann auch Open Source, das klingt ja echt praktisch.
Und haben die auch eine Karte mit den ganzen Projekten aus meiner Nachbarschaft auch vielleicht schon? Also jetzt bei Faircom zum Beispiel nicht, aber bei WeChange gibt es sowas, da kannst du halt in die Karte reingucken. Es gibt viele andere Karten, eine bei Wandel jetzt, Hubs for Change und auch Karte von morgen. Aber das sind ja ganz viele Karten und Plattformen. Blickt denn da irgendjemand noch durch und sind denn da auch überall dann genügend Nutzer drin? Naja, die Frage stellt sich ja nicht nur dir, die stellt sich auch vielen NutzerInnen. Also wenn es so viele Möglichkeiten gibt, sich irgendwo anzumelden und verschiedene Plattformen zu nutzen, dann weiß man ja auch gar nicht genau, wo man hin soll. Und es gibt möglicherweise auch Doppelungen. Aber das haben ja die Initiativen, die ich eben genannt habe, die haben das schon begriffen. Die haben das gesehen, dass es andere Ansätze gibt. Und die haben sich einfach mal an einen Tisch gesetzt, um sich auszutauschen. Und dieser Zusammenschluss, der hat jetzt den Arbeitstitel Fair Move IT bekommen. Aber eigentlich sind das ja alles Konkurrenten irgendwie, oder? Naja, also sagen wir mal so, die Initiativen haben ja alle den ähnlichen Wunsch, dass sie nachhaltigen Projekten helfen wollen. Die wollen, und teilweise ist es halt noch eine Nische, und da macht es auch keinen Sinn, wenn man so relativ geringe, in Anführungszeichen geringe Benutzerzahlen hat, sich gegenseitig zu kannibalisieren. Also da ist eher der Geist ein anderer. Man will halt eher auf Kooperation setzen und so eine Art digitales Ökosystem entstehen lassen. Also mehr Kooperation statt Konkurrenz. Das klingt ja super und offen. Kann ich denn da auch mit meinem Projekt mitmachen? Also es wäre total sinnig, dass ihr dazukommt und dass ihr euch mal untereinander austauscht. Ein paar der Akteure, die sitzen auch hier im Publikum zum Beispiel. Und ihr könnt euch gut austauschen und dann halt schauen, dass ihr ein erfolgreiches Projekt hinbekommt. Und natürlich, wenn du es jetzt nicht direkt schaffst, komm zu unserem Stand im Forum. Da sind wir oben, dritte Etage, Fairmove IT. Und ansonsten auf unserer Internetseite fairmove.it kannst du auch weitere Informationen bekommen dazu. Wunderbar. Und wenn ihr so einen Dialog oder sowas ähnliches, wenn euch das bekannt vorkommt, dann seid ihr genau bei unserem Projekt, weil uns ist das nämlich so oft begegnet, dass wir gesagt haben, es kann so nicht weitergehen, wir müssen uns an einen Tisch setzen und schauen, dass wir eben gemeinsam die Ziele verfolgen, dass man sich vernetzt, dass man gemeinsam sichtbar wird, eben jetzt auch mit einer gemeinsamen Internetseite, Fairmove IT. Dass aber eigentlich die einzelnen Akteure sich selbst organisieren für den sozial-ökologischen Wandel. Und der Markus und ich, wir sorgen eigentlich nur dafür, dass das passiert. Genau, also die Überlegung dahinter ist, aus diesem Denkmuster von dem Entweder-Oder rauszukommen, halt das ist meine Plattform und meldet euch bitte alle bei mir an und nicht auf der anderen, sondern halt sich als Ökosystem zu begreifen, einfach zu gucken, dass man sich einander gut ergänzen kann. Dadurch, wir sind auch dabei, Kooperationsprojekte zu unterstützen, das heißt zu schauen, dass die Plattformen zum Beispiel ein gemeinsames Login hinbekommen, dass ein Datenaustausch klappt und den Dialog zwischen den vorhandenen und den möglicherweise neuen Plattformen wollen wir so unterstützen. Genau, das sind die Plattformen, die wir bisher schon mit am Tisch haben, über einen längeren Prozess jetzt von einem guten halben Jahr, ein Jahr, aus unterschiedlichen Richtungen. Auch wir sind zusammengekommen, ich komme aus dem österreichischen Raum, da gab es einen ähnlichen Prozess, dann sind wir auf einen deutschsprachigen Prozess gestoßen, der ganz ähnlich war und haben festgestellt, in der Schweiz gibt es da auch schon sehr aktive Initiativen und genau, eben diese Plattformen findet ihr auch an unserem Forumstisch. Genau. Wo wir eben vom Thema Ökosystem sprachen, also wir haben mal probiert, das so ein bisschen zu skizzieren, in welche Richtungen das geht, weil man kann ja Ökosysteme in unterschiedlichsten Dimensionen betrachten. Wir haben jetzt den Schwerpunkt gelegt, auf diese vier Bereiche zu schauen, wer stellt offene Kommunikationsinfrastruktur zur Verfügung, wer stellt Tools zur Verfügung, wer hat vielleicht spezialisierte Plattformen, sprich Crowdfunding, Crowdsourcing, irgendwas Spezielles, oder wer stellt Informationsportale zur Verfügung. Also es ist sozusagen die Anbieterseite, die man jetzt anguckt, ne? Also diese Dienste, die im Netz angeboten werden, und dort können sich die Anbieter und AnbieterInnen halt entsprechend platzieren. Genau. Und das, wie gesagt, kann man auch bei uns am Forum oben machen, wenn ihr also selber auch so ein Netzwerk kennt oder ein Netzwerk habt. Kommt einfach mit rauf und wir tun das Ganze begleiten durch eben einen Chatkanal, eine Mailingliste, schauen, dass da regelmäßig Online-Termine zusammenkommen und schauen dann eigentlich, was die einzelnen Plattformen brauchen, um miteinander zu kooperieren.
Genau. Von daher nochmal die offene Einladung an euch. Wenn ihr eine Plattform habt oder auch Anbieter, AnbieterInnen seid, dann seid ihr herzlich eingeladen, vorbeizukommen zu unserem Forumsstand. Wir sind dritte Etage, Stand Nummer 4. Genau. Kommt rum, wenn ihr zum Beispiel selbst im Bereich Vernetzung aktiv seid oder wenn ihr auch ein eigenes Projekt habt, das gut dazu passen würde. Genau. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Gibt es dazu noch Fragen? Ja, bitte. Ganz kurz, einen Moment. Kannst du ins Mikro sprechen? Eine Frage, und zwar, ihr habt bestimmt so eine offene API-Schnittstelle, wo man sich dann auch andocken kann und eure Datenbank und die Leute, oder die Frage ist, kann man die anderen User dann sozusagen sehen oder die Veranstaltungen, die dann geteilt werden oder sowas? Ja, dazu gibt es gerade ein laufendes Projekt, das nennt sich Transition Connect, okay. Das die so ein Bindeglied sein soll zwischen mehreren Plattformen, wo halt ein Datenaustausch möglich ist über Organisationsprofile, Termine, und was war das dritte? Mapping, genau, also das Ganze auf eine Karte zu bringen sozusagen. Und das ist so eine Art Bindeglied, was halt Kartenplattformen kombinieren kann, auch mit so Kollaborationsplattformen beispielsweise. Kann ich dazu noch was fragen? Das ist dann wahrscheinlich OpenStreetMap oder ist es dann egal, ne? Das heißt, die Geodaten werden ausgetauscht und man kann das dann irgendwo einbinden in seine Karte, je nachdem, ne? Genau, das ist das Ziel. Ja. Und allerletzte Frage dazu. Soll das dann auch kompatibel zu Diaspora und Friendica und anderen sozialen Netzwerken oder Mastodon sein? Weil die teilen ja jetzt schon ein Protokoll und ich fände es schade, wenn man die Sachen dann ausschließen würde bei solchen Sachen. Ja, also die Sache ist, Stand jetzt haben wir noch keinen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin im Bereich Diaspora und Co. Aber natürlich, wir haben ActivityPub auf dem Schirm sozusagen, was interessant ist, um solche kurzen Nachrichten sozusagen zu kommunizieren. Aber ich glaube, Felix hat ein... Kannst du im Mikrofon noch hinweisen, um 17 Uhr gibt es genau dazu auf dem Hackathon. Deswegen hatte ich... Ach so. Also um 17 Uhr gibt es dazu noch einen Hackathon auch heute. Wenn dich da Details zu interessieren, könntest du da hingehen. Und zwar im Ahorn, höre ich gerade. Und alle anderen natürlich auch. Okay, dann ganz herzlichen Dank an euch und nochmal Applaus. Danke euch. Und für alle weiteren Fragen, dann bitte im Forum.